Surfstar 10.6er Board. Also, Bedienungsanleitung bzw. ein bisschen was an Erklärung ist dabei. Aber auch da, es ist wirklich praktisch selbsterklärend. Also verschiedene Schritte sind drauf. Alles da. Das heißt, hier vorne habt ihr eine schöne Tasche, könnt ihr ein bisschen was reinpacken. Muss nicht unbedingt die Bedienungsanleitung sein. So, Reißverschluss. Also der ist schon mal schön grob und groß. Und ehrlich? Das geht richtig gut. Ach, guck mal, hier sogar ein Brustgurt zum Festmachen. Also das ist schon mal eine ganz andere Liga, definitiv. Geht auch einfach auf, kann man schon mal direkt sagen. So, was haben wir drin? Eine Pumpe. Dann unsere Sicherung, ne, die man schön ums Bein macht, damit das Sub nicht abhaut. Und jetzt bin ich überrascht. Das ist ja geil. Also eine wasserdichte Handyhülle, wo man das Smartphone reinpacken kann. Das ist ja geil. Gucken wir drauf. Waterproof. Für Schlüssel, Smartphone oder. Dann ein, zwei, dreiteiliges Aluminium-Paddel. Auch dahingehend richtig. Richtig gut, weil man es halt, ne, auch hier oben teleskopierbar, es ist einstellbar. Oh, das geht gut. Oh, das ist nicht schlecht. Und dann, da es ja nicht mein erstes SUP ist, was ich auspacke. Also haben wir hier auch nochmal Reparatur und Flickzeug, beziehungsweise um Ventilkappe aufzubekommen. Die sind in der Regel wirklich standardisiert in so Dosen drin. Dann die Finne mit Sicherungssplint. Lieben Gruß an den André. Hashtag, wenn man sie weg hat dann, oder verloren hat, dann fährt sich das nicht so gut mit dem SUP. Ist auch wirklich so. Also das bringt nicht nur Stabilität, sondern auch Fahreigenschaft mit. Und ja, was stelle ich fest? Also um das SUP, ich sag mal farblich, wird es auf jeden Fall gleich ein Eyecatcher. Aber es gibt hier schon mal einen Gurt, den man drum machen kann. Das heißt, beim Zusammenrollen hat man es dann wirklich einfacher, das zu verpacken. Das haben wir bei den FB-Sport-SUPs nicht dabei. Und der Preisunterschied, klar, der ist da. Werden wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber jetzt so, für mich als Gadget ist das natürlich, ne, oder als Benutzer, natürlich super geil. So. Also beim Thema Folien, auch da wieder, ne, fachgerecht entsorgen, nicht einfach irgendwo hinballern oder in der Natur lassen, wenn ihr das erste Mal mit dem Sub aufs Wasser geht. Das muss nicht da rein, auch nicht ins Wasser, auch nicht in die Natur. Dafür gibt es extra Entsorgungsstationen, nämlich die Müllabfuhr oder die Mülltonne zu Hause oder Recyclinghöfe oder. Ne, das schleppe ich dann auch in der Theorie gar nicht mehr mit, so theoretisch. Ich umwickle aber gerne mit den Folien so das Paddel und Co., damit ich mir halt wirklich diese Haut in keinster Form zerstören kann. Also ich bewahre es mir mal auf und packe es dann adäquat schön in die Tasche rein. Auch beim Thema Pumpe, Stabilität, Schlauch, auch da gibt es halt von ganz günstig bis Oberpreisklasse. Das heißt, man merkt dann schon, wenn man das nur anguckt, dass hier dann
ja, der Schlauch irgendwo bricht. Also der hier ist auch sehr flexibel, fühlt sich auch sehr, sehr gut an. Auch hier wieder mit Schraubgewinde zum Festmachen. Und ich sag mal, das Thema Pumpe, da sage ich ganz klar, mit dem SUP aufs Wasser gehen und so ein Ding aufpumpen. Dann bist du schon mal warm. Dann bist du auch schon mal warm, dass du dann auch adäquat paddeln kannst. Denn ja, es gibt auch elektrische Pumpen, da werden wir auch mal irgendwann ein Special zu machen, aber jetzt wird erstmal noch von Hand gepumpt. Ich würde vorschlagen, ich pumpe erstmal auf, beziehungsweise pack das Surfster an die Seite, pumpt das dann gleich dann mit den anderen Boards einmal auf, dann haben wir nämlich alle drei aufgepustet und dann sieht man auch einmal das Volumen und auch die Größe. Also FB-Sport auspacken, Surfster an die Seite und dann geht's weiter. So, nicht zu vergessen, auch hier im Rucksack haben wir auch wieder Träger drin zum Festmachen. Also auch da wurde sich dann halt wirklich Gedanken gemacht. Und da sage ich schon mal ganz klar, jetzt macht das auf jeden Fall schon mal richtig Bock. Nämlich die Folie. Reinzupacken. Das können wir auch schon mal auspacken. Bei der Tasche mache ich das jetzt erstmal so. Ich will jetzt kein Risiko eingehen gleich, aber ich werde sie auf jeden Fall mit ins Wasser nehmen. Wir werden sie auch mal tauchen. Aber dann nehme ich mein drittes Smartphone, das eigentlich nur noch für die Mikroaufnahme ist. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Aber dann haben wir zumindest eine Resonanz. Und ein Feedback. Wenn nicht, dann kann der Markus mir ein neues Smartphone besorgen. Ganz einfach.